Hi YouTube, ich bin wieder unterwegs und zwar diesmal im F31. Wir haben hier ein 330 Diesel mit 258 PS und 560 Newtonmeter. Der F31 ist mit einer der ersten, der kam Mitte 2012 kam er auf den Markt. Das hier ist ein 2013er Modell mit der 8-Gang Wandlerautomatik, natürlich mit Schaltpedals. Was auch neu ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen, ist der Fahrerlebnisschalter. Wir haben hier verschiedene Modi. Wir haben einmal Eco Pro, wir haben einmal Komfort, wir haben einmal Sport. Bei den neueren Modellen auch noch Komfort und Sport Plus. Das sind einfach die Unterschiede ein bisschen. Er dreht ein bisschen länger, er schaltet ein bisschen früher im Komfort oder im Eco Pro, einfach um Sprit zu sparen. Das ist jetzt erstmal aber für uns unrelevant. Warum wir mit dem Auto unterwegs sind, der Kunde bekommt ein paar Servicearbeiten, das heißt, es ist ein Kundendienst fällig, es wird ein Ölwechsel gemacht, er bekommt einen neuen Luftfilter, er bekommt einen neuen Innenraumfilter und diverse Kleinigkeiten. Und natürlich der Hauptgrund ist eine Leistungssteigerung bei diesem Fahrzeug. Ist relativ viel möglich. Also wir haben hier circa einen Leistungszuwachs von knapp 40 bis 50 PS und knapp 80 Newtonmeter. Das heißt, wir haben hier eine deutliche Mehrleistung. Die Höchstgeschwindigkeit, die momentan bei 250 elektronisch abgeriegelt ist, steigert sich auf 270 km/h. Mehr ist dann leider nicht möglich. Thema Übersetzung, Getriebeübersetzung, Hinterachsübersetzung und so weiter. Da müsste man mit der Hardware arbeiten, um da noch mehr zu erreichen. Das ist hier nicht gewollt. Hier geht es rein um eine Kennfeldanpassung, ein bisschen spritsparen im Teillastbereich und natürlich das Thema mit der Mehrleistung, das Mehrdrehmoment, einfach die frühere Kraftentfaltung, um einfach, sage ich mal, ganz vorsichtig den 30D so dastehen zu lassen wie der 35D, natürlich Serie gesehen. Das ist hier das Ziel. Wir haben hier einen reinen 6-Zylinder Turbo mit einer variablen Turbinengeometrie und ja, sind wir mal gespannt. Ich würde sagen, ich schaue, dass ihr noch ein Tacho-Video von uns bekommt, von mir bekommt in dem Fall, und Soundfile lassen wir in dem Fall mal weg, weil hier ist wirklich gar nichts gemacht, also da wird nicht viel rauskommen. Morgen geht es dann wieder auf den Leistungsprüfstand, da wollen wir dann schauen, was das Fahrzeug gebracht hat. Mein Ziel, ich sag mal so, ich will ungefähr dem Kunde 300 bis 310 PS und knapp 640 Newtonmeter möchte ich ihm ermöglichen. Das sollte problemlos machbar sein. Das werdet ihr dann im nächsten oder im übernächsten Video sehen. Bis dahin würde ich sagen, ab zum Tacho-Video. Bis bald, euer Kevin. Ciao. So, jetzt haben wir hier das versprochene Tacho-Video für euch. Wir fahren jetzt gerade auf die Autobahn auf. Wir fahren in dem Fall für euch im Sportmode. Mal gucken, was die Autobahn sagt. Wir sind jetzt gerade bei 60. Leider haben wir relativ viel Verkehr. Versuchen wir einfach mal aus 80 zu fahren. Wir sind jetzt bei 80. 80 Kickdown. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Das ging jetzt in dem Fall leicht bergauf. Also ihr seht, das Fahrzeug geht in meinen Augen schon relativ gut im Serienzustand. Also die 258 PS und die 560 Newtonmeter drücken schon richtig gut. Macht richtig, richtig Laune, das Fahrzeug. Bin ich mal gespannt, was morgen auf dem Prüfstand rauskommt. Kommen wir jetzt gleich kurz zu einem kurzen Eingangsfazit. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ich baue schon die Kamera um und dann bin ich wieder für euch da. Ciao! Ein kurzes Fazit zum F31 330D. Schönes Auto, viel Platz. Wir haben eine super zuverlässige Automatik. Macht keinerlei Probleme, mir sind auch keinerlei Probleme bekannt zu der Automatik. Die Beschleunigung habt ihr im Tacho-Video gesehen, finde ich für dieses Auto völlig ausreichend, auch wenn es
mir und dem Kunde nicht reicht natürlich, sonst würde er keine Leistungssteigerung machen. Aber es würde völlig reichen. Das Fahrwerk ist super. Man merkt den Unterschied vom Fahrerlebnisschalter vorher, nachher merkt man deutlich. Da werde ich euch noch ein extra Video drüber machen, was der macht, werde das erklären und werde euch da dann auch ein Beispiel geben, im Vergleich, was er macht, wie lange er dreht, von der Drehzahl her, schalte früher, schalte später, was macht er. Da kommen wir aber anders mal dazu. Jetzt würde ich sagen, ist für heute Feierabend angesagt. Morgen geht es, wie schon gesagt, mit diesem Fahrzeug auf den Leistungsprüfstand. Hier wird wieder der Mario dabei sein zur Ausgangsmessung mit diesem 330D. Den wird man morgen um 10.30 Uhr in Merklingen abholen, in seiner Werkstatt. In dem Fall K-Effekt Performance, das habe ich schon mal erwähnt im Video. Da geht es einfach darum, der macht Lackveredelung für Sportwagen, für Oldtimer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, einen schönen Abend und bis morgen.